meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu einer Gruppe, die wirklich seit sehr, sehr vielen Jahren im Geschäft sind, die angefangen haben als Straßenmusiker und sich hochgekämpft haben bis zu grandiosen Erfolgen, bis zu Stadien, die sie gefüllt haben. Dann ist es ein bisschen ruhiger geworden um sie, aber einzelne Familienmitglieder tauchen immer wieder in spektakulären Events bei uns auf, zum Beispiel der Joey, ja, der, das muss man jetzt gleich mal dazu sagen, der letztes Wochenende einen neuen Guinness-Weltrekord eingestellt hat, indem er, ich glaube, 24 Stunden am Stück gelaufen ist. Ja. Wahnsinn. Muss man sich vorstellen, in so einem Hamsterrad. Ja. Also in groß sozusagen, aber sieht aus wie ein Hamsterrad, nur in groß sozusagen. Und jetzt haben sie wieder ein neues Projekt. So flexibel ist keine andere Musikkapelle in Deutschland. Dann sind sie mit dem Zirkus unterwegs, mit Roncalli waren sie unterwegs. Jetzt machen sie eine Kirchentour durch Europa und spielen dort ja, Gospelmusik und Folkweisen und natürlich auch einige ihrer Hits. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie recht herzlich die Kelly Family. Vorsicht! Ja, herzlich willkommen. Es ist ja schon fast wieder teilweise hier traditioneller Kelly Family Look. Ein bisschen, ja. Es ist mehr halt das klassische irische Tradition, ja. So Kilts, die Röcke und die, ja, die Trachten, die Shawls. Ja. Ach, das ist was ja. Irisches, so ein ja. Lappen? Obwohl das jetzt Mode ja, ist. Das kommt jetzt viel in Mode, ja. Ich spreche dir eigentlich, was ich meine, sprecht ihr untereinander, welche Sprache sprecht ihr? Englisch. Ja. Ja, ihr sprecht Englisch, okay. Habt ihr noch, seid ihr viel in Irland noch? Habt ihr dort noch Verwandtschaft? Nee, Verwandtschaft nicht. Also mein Vater ist in den USA geboren, ja. Aber wir haben irische Staatsangehörigkeiten, auch USA. Ja. Und wir haben dann noch Wohnsitz, also einige wohnen zwischen Deutschland und Irland. Paul wohnt in Irland zum Beispiel. Das sieht man. Ja. 7 Kilometer. So, das ist ein klassischer Irrenhut. Ja. Ja. Was ist das für ein Instrument, was du da dabei hast? Eine Drehleier auf Deutsch. Eine Drehleier, okay. Hardigal, ja. Ja. Das klingt ein bisschen wie so ein Dudelsack. Wie ein Dudelsack? Ach, wie funktioniert das? Man dreht an der einen Seite? Ja. Und dann macht man? It's a 1000 years old history. 1000 Jahre alt? 1000 Jahre alt. Das Ding ist 1000 Jahre alt? No, no, the history. She's 130 years old. Ja, okay. Ah, aber das ist 130 Jahre alt. 400 years old. You're 400 years old. Robin Hood. Ja, kann man damit alle spielen oder hat das nur bestimmte Töne? Play verstehe ich das. Hat der Violin, der Geige. Ja, weil dieses Ding reibt an den Seiten lang. Kann man die Seiten berühren, dann geht der Ton nämlich weg. Super. Ja. Gehört? Ja. Oh, interessantes Instrument. Ja, interessantes Instrument. Ein sehr interessantes Instrument. Ja, und jetzt geht ihr auf große Kirchentour. Genau, wir sind mittendrin. Wir spielen halt jetzt, der Block ist 70 Termine. Und dann 70 Termine? Ja. Und dann im Frühling nochmal 30 Termine. Ja, und wir spielen halt in Kathedralen, klein und auch sehr großen. Und das ist schon... in ganz Europa? Ja. In ganz Europa. Deutschland natürlich. Ja, genau, überall. Und was spielt ihr dort? Also wir singen sehr viel, die Stimmen sind sehr im Vordergrund. Ja. Und die Songs, wie du gesagt hast, Gospels oder auch Traditionals, irische, aber auch eigenen Hits. So. Eine Mischung, aber sehr akustisch, so wenige Instrumente, ein Kontrabass und so weiter. Genau, nur akustische Instrumente, halt so ein Folklore-Programm. Ja. Jetzt sind ja nicht mehr, ihr seid ja ihr seid jetzt fünf seid ihr hier jetzt, ja. Ihr wart ja mal viel mehr, ne? Ja, Jimmy sollte heute Abend kommen, aber der hat rumgezickt. Hey Jimmy, da steht er uns. Wie, was heißt, er hat rumgezickt? Der ist unser Sorgenkind, sagen wir so. Achso, der kommt auch gerne mal nicht, oder was? Ja, also einen Tag kommt er. Das ist müde und dann ist das. Achso, okay, verstehe, das ist natürlich ein Argument. Ja, aber das ist lieb. Jimmy, we love you, sweetie. Aber dann haltet ihr halt für ihn hin, ja? Ja,
der hat heute seinen Tag und... Verstehe. Und Paddy, Paddy habe ich gehört, ist ins Kloster gegangen? Das stimmt, ja. Ja. Nein, der ist ganz weg? Ja. Der war doch so ein Frauenschwarm. Ja, vielleicht deswegen. Wie, wo ist denn der abgeblieben? Der sitzt in Südfrankreich. In Südfrankreich? Ja, in so einem Kloster oben am Berg. Und, ist was, Mönch? Ich Mönch, ja. Richtig Kutte, seit zwei Jahren. Was ist das für eine Glaubensgemeinschaft? Glaubisch, katholisch. Ja. Kontemplativ, halb apostolisch. Aber wir sagen nicht welche, sonst gehen die ganze Fans. Sonst gehen die ganze Fans rein. Sollen hingehen, St. John's. Ja. Oh mein Der hat da einfach ganz abgeschworen, der ganze Musik. Ja, er sitzt da, kein Handy, kein Taschengeld, muss morgens abends beten, sitzt da oben am Berg, ja, lebt noch von Spenden. Ist so. Ja, ist ja auch nicht schlecht, aber ist halt was anderes als wie du immer hier beim Stockerrennen mitzufahren und bei der Bockwelle dabei zu sein. Das ist die Extreme Family, extrem. Aber er ist glücklich, wirklich, er strahlt wieder, der hat nicht mehr dieses Lächeln, sondern er strahlt wirklich. Und ihr seht ihn aber schon noch in Ja, natürlich. Ja, ihr seid ja mittlerweile, ihr habt ja selber auch alle Kinder, die Kelly Family. Man dachte immer, mehr können es gar nicht mehr werden. Wir haben dieses Jahr 5 Babys bekommen. Ja. Es sind also 18 Enkelkinder, also mein Vater, wenn er noch leben will. Ja, ja, ja. Und wir haben gerade angefangen. Also ich habe mein erstes Joy, also eigentlich muss sich Deutschland keine Sorgen machen, wir helfen nach. Ja, sehr gut. Wir machen das. 18! Allein der Paul hat 7 Sensationen, da ist ja, da, 6 Jungs und ein Mädchen. Da gibt es ja keine Nachwuchssorgen bei der Kelly Family. Die werden natürlich später auch als Kelly Family wieder durch die Gegend ziehen. Ja, das oder? Weiß man nicht. Möglicherweise, man weiß los. Ja, das ist nochmal gut. Und es hat wahrscheinlich sogar Bestand. Also ihr seid ja so flexibel wie kaum andere. Die ganzen das Bands, stimmt, ja, die zur Zeit, als ihr großes Bravo-Thema noch wart, von denen ist ja kaum einer mehr übrig. Ihr seid die Letzten, die es immer noch gibt. Und ihr spielt 100 Konzerte auf einer Kirchentour oder mit Roncalli oder was auch immer. Also ihr seid da doch sehr flexibel. Wir haben, wir sind immer auf Tour, wir spielen jedes Jahr unsere 100 Termine und in kleinerer, größerer Form. Jetzt ist Tour läuft sehr, sehr gut und anderen laufen halt auch gut, also unterschiedlich. Also wir sind jetzt 30 Jahre dabei und werden wahrscheinlich nochmal weitere 20 Jahre überleben. Ja, wahrscheinlich mehr. befürchte ich. Nein, ich will das ich will das, was ihr jetzt hier im Vortrag, das gefällt mir ja persönlich sehr gut. Das ist so irische... Traditionell zurück, irische... Back to the roots ein bisschen, vielleicht sagt man das, was wir eigentlich ganz vor 30 oder 25 Jahren gemacht haben, vor der große Erfolg, wo wir mehr Evergreens, Traditional Music gespielt haben, das, was wir eigentlich vielleicht auch einigermaßen gut gehören oder so. Ich hole mal meine Gitarre, ich mache mal mit. Ja? Ja. Die Kelly Family stirbt nicht aus, ich bin dabei. Ja, ja, das ist ein bisschen, das gefällt ja dem Kölner eigentlich ganz gut. Diese Kölner Musik von den Höhnern und so, basiert ja auf vielen irischen Originalen. Ja. Aber das kommt durch die Kelten. Und in Köln waren ja viele Kelten. In Köln waren sie eigentlich alle. Ja, stimmt. Hier hat sich jeder. Ja. Danke. Ihr dürft mich Michael Flatley nennen. Genau. Oh, das ist aber anstrengend. Ja. Junge, das macht ihr aber nicht den ganzen Abend, oder? Nee, kein Fall. Wir tanzen eigentlich nicht, das waren ja nur... Das stimmt gar nicht, hallo. War ein bisschen, aber nur so die 2 Sekunden. Aber eigentlich ist wo wohnt ihr denn eigentlich alle? Wohnt ihr alle hier in der Kölner Gegend? Die meisten, also einige wohnen im Ausland und die meisten wohnen halt in der Gegend. Nein, also wir sagen nicht wo wieder. Ja, ja, ist schon klar. Aber nee, also im Ausland, ich wohne... Viele fahren ja immer noch zu diesem Schiff da im Hafen hier in Köln. Ja, ist das Schluss. Der ist seit 10 Jahren nicht mehr da. Gibt es das Schiff eigentlich noch? Ja. Das ist ein Museum. Wie, das Schiff ist ein Museum? Ja, in Speyer und Zinsheim, da wo der Concorde sitzt. Ja, genau, in dem Technikmuseum. Genau, das ist da. Ach, da ist das Schiff? Das ist aus dem Wasser rausgeholt worden. Tatsächlich? Und vor 2 Jahren ist er halt dahingestellt worden. Da steht noch Kelly Family drauf und so? Nee, wie das Schiff hieß, wie hieß denn das noch? Shawnee Kelly. Shawnee Kelly, genau. Also das steht noch drauf, aber es wird nicht halt als Kelly-Schiff hingestellt, sondern halt ganz normal als Traditionsschiff, weil er von 1929 ist. Ja. Ganz original, komplett restauriert, dahingestellt. Ja, also ich wünsche euch, dass das natürlich wieder ein großer Erfolg wird.
Dich sehe ich ja spätestens bei der Box-WM wieder, oder? Gerne. Ja, selbstverständlich. Du bist doch Titelverteidiger. Und da wirst du ihn los. Da kannst du schon mal... verfolgt. Der Erfolg, im Moment finde ich persönlich, das ist viel besser so, weil wir können ganz normal leben. Weißt du, früher war das schön, aber andererseits... Für euch? Ja, der Erfolg war schon sehr, sehr anstrengend. Ja, ihr habt natürlich auch diese Zielgruppe gehabt an Fans, ja. Die ja auch gerne dann mal tagelang hinter euch genau. hergereist sind und mitgefahren sind mit den Autos. Insofern ist heute eigentlich ideal, kann man sagen. Ja. Und der Joey braucht keine Fensterscheiben mehr einschlagen bei anderen Autos. Ja, die Zeiten sind vorbei. Ja, also ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg damit. Und dann bis zum nächsten Mal. Die Kelly Family, meine Damen und Herren.